Hallo und herzlich willkommen zurück zu Start Your Valley. Wieder sind wir da, es kann weitergehen. Ich mache mal kurz die Zeit wieder normal leer. Ja, die Super Seegurke oder die Seegurke, die kommt nur abends raus, also in 1,5 Stunden. Das bedeutet, wir können eigentlich noch mal ein bisschen woanders hingehen. Und erstmal das, was wir jetzt schon haben, vielleicht noch mal abliefern im Hof. Damit wir da wieder ein leeres Inventar haben. So, wir werden den schnellsten Weg nehmen. Das ist darum. Warte mal, haben wir irgendwas zum... Ja, das ist ein Artefakt, aber das kannst du nicht verkaufen direkt. So, naja. Nichts Gescheites dabei gewesen. So, Pam wird es gleich gehen. Ja, der Fisch, den kannst du eigentlich nur verkaufen, weil der ist giftig normalerweise. Ja gut, man kann damit kochen, okay. Aber der ist auch mehr wert eigentlich, als dass man verkochen tut. Also plopp, rein damit. Man kann ja mal gucken, was bei der CD, ja, feiner Quarz kann man draußen recyceln. Was haben wir sonst noch? Seetang. Ja, den Rest behalten wir ganz einfach. Beziehungsweise gucken wir mal, Thunfisch. Oh ja, Totbarbe. Ja, die verkaufen wir auch alle. Das sind zum Beispiel wertvolle Fische. Wo ich sag, die werden einfach verkauft. Thunfisch, weg damit. Jawohl. Die Cola, die brauchen wir hier nicht. Das kommt alles in den Schrank. Bei dem Erz muss ich mal kurz gucken. Da liegt schon ein bisschen Erz drin. Ja, wurde gleich verwendet. Und den Rest Kupfer, ja gut, Kupfer ist aber nicht vollständig. So, dann hätte ich hier nochmal für die Kiste was. Sie brauchen CD und Müll, wird gleich recycelt. Seetang ist was fürs Kochen hier, also für die Maki-Rolle zum Beispiel. Dann hätten wir hier wieder Entenmayo. Ja, aber Piers hat es dann gleich schon zu, so viel ich weiß. So, was noch? Ja, der Seetang. Der kommt natürlich hier rein in die Kiste, ne? Ja, bis wir da auch mal so viel haben, dass wir da nichts mehr reinlegen können, ne? Wie üblich, ne? So. Jetzt müssen wir mal ganz kurz was gucken. Nein, ich habe sie noch nicht. Okay. Ja, also wenn wir 2 Supergurken kriegen, Super Seegurken, kriege ich noch eine Statue. Weil hinten beim Schmied ist ja noch eine Kiste. Das haben wir aus den geheimen Notizen rausgefunden. Damals. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch. So, wie spät haben wir es denn? 17.20 Uhr. Die Zeit geht mal wieder überhaupt nicht vorbei. So, faszinierend, bei den einen Sprenkeln ist noch die Erde zu dunkel und bei den anderen ist es so hell hier. Das hat aber nichts zu bedeuten. Ja, hier kann man ein bisschen Holz sammeln, aber das ist der Rede wert. Eigentlich überhaupt nicht. So, sie sind jetzt auch gar keine Bäume im Moment. Diese Dinger hier, wo hier rumstehen, das sind auch keine Bäume. Das da ist ein Baum. Dann machen wir uns halt wieder auf dem Weg zurück. Na ja. Jetzt mal ganz schnell, wenn wir schnell sind. Dann können wir vielleicht nochmal bei Piers, aber das wird knapp. Der wird schon nicht mehr am Tresen stehen. Ja. Also so ein schönes Leben möchte ich auch haben. 10 Minuten vor Feierabend schon dicht machen oder vielleicht gar 20 Minuten. Ne? Sind die schon weg? Da kommt ein Kunde, wir müssen schnell zumachen, ja. Machst du mal Platz, danke. Ich muss hier durch. Jetzt ist genau Punkt 18 Uhr, das ist toll. Haben wir jetzt vielleicht sogar einen Fischgrund irgendwo? Irgendwo Strudel, Strudel, Strudel? Nein. Nein, es gibt da drüben noch einen Steg, aber der ist genauso gut wie der Steg hier. Ja, dann machen wir uns hier weiter an der Aufgabe mit dem Fisch hier. Flipp. Ja, es ist auch egal, wie weit ich auswerfe eigentlich, also
die Kraft bleibt gleich. Oder der Energieverbrauch, so wollte ich es eigentlich sagen. Was haben wir? Eine Rotbarbe. Ja. Jetzt haben wir ein Maxim. Oh, da ist. Ja, da muss ich hin. Da haben wir mehr Effizienz. Da kommen viel schneller rein. So. Und schau mal an. Was haben wir denn wieder in der Rotbarbe, ne? Nein. Oh. Erste Superseegurke. Wie geil ist das denn? So ein Düssel. So, das ist. Na. Das ist Maximumweite, aber da komme ich ganz hin. Da komme ich nicht ganz rein in das Feld, oder? Ah, da geht es tatsächlich schneller. Das kann sein. Aber wir müssen immer Maximumwürfe machen, auf jeden Fall. Sonst hast du kein. Sonst hast du keine Chance. Rotbarbe, danke. Wobei Maximum schaffe ich auch nicht immer. Ja, nee. Das ist mir. Wir sind nicht genau im Feld drin. Das ist ein Feld oben drüber, ja. Ui, was ist denn das? Yes, das, na, das Ding haut ab. Das wehrt sich ordentlich. Ha, noch eine Super-Siege, oder? Okay. Einmal mache ich noch. Ne, also mit Maximum kommst du auch nicht ins Feld rein. Guru, Treffer, versenkt. Ja, auf die Truhen habe ich es natürlich abgesehen. Nach einer Rotbarbe. Nautilus, jetzt kriegt man das Fossil so oft hier. Ihr riecht im Herz. Na komm, einmal noch. Wir angeln ja so wenig eigentlich. Eigentlich auch der Grund, dass man nicht viel. Ja, das ist das Feld hier unten ewig. Der Grund, dass man eigentlich auch nicht so viel Spezialdünger herstellen kann. Ne? So. Ja, der Krindel, der Fisch. Perfekt. Ach, ein Heilbutt. Okay. Passt schon. Gehen wir wieder. Rick aufs Pferdlayer und weiter geht's. Wer hat es gewollt? Ich hab's schon wieder vergessen. Wer wollte den Fisch? Lieferung? Kent. Wo ist Clark Kent? Ich weiß gar nicht, wo der Kent so normalerweise rumschwirrt. Daheim vielleicht. Ich guck mal, ob er daheim ist oder ob der schon dicht gemacht hat. Der kennt. Ist der da drin? Nee. Wo ist Kent? Doch, hier steht er doch, oder? Nee, das ist Vincent, oder? Ja. Pfui, es ist wieder gekochte Bäderabend. Was war das gerade für Quietschen? Ich hab grad nicht husten müssen, denke, hä? Jetzt macht doch aber. Wo ist Kent? Wir können ja mal gucken gehen. Kent, Clark, Kent, wo bist du? Ach. Ah! Im Treffpunkt der Gemeinde sozusagen. Also wo treffen sich alle? Natürlich beim Inn. Ganz klar. So, Herr Kent, wo bist du denn? Ah, guck dir mal, die tanzen, die zwei, Demetrius und Robin. Bürgermeister und Mani natürlich, die hängen wir zusammen und Kent steht hier ganz allein. Warum steht denn das allein rum? Ich hab da was für dich. Hey, super, Seegurke, genau das, was ich gesucht habe. Ich weiß es nicht zu schätzen. 5 von 10, ja, das ist auch schon ganz gut hier. Halbzeit. Hier ist etwas für deine Mühen. Danke natürlich. Wir haben mich schon geschenkt. So. Sieht nach einem guten Tag zum Fischen aus, nicht? Ja, es war erfolgreich. So, zeig mal. Okay, 187 Punkte für ein nächstes Herzleer. Ja, jetzt müssen wir ja tatsächlich auch hier über diese Information gehen, weil mein Geschenke-Dings nicht mehr funktioniert. Das wird auch im Moment irgendwie nicht geupgradet hier. Ja, ich habe da wieder geguckt. Ich krieg selber den Zeilen-Editor dann immer mit, was geupdatet werden kann. Und ob es Mabi ist. Mabi war neu, aber ja. Sonst auch nichts. Naja, ich spiele wieder Billard. So, wobei es eher bei Sam aussieht, als würde er immer ständig eine Pistole ziehen wollen. So, Cowboy und Indianer, halt, da geht's nicht rein. Zumindest nicht zu Pferd.
Geheim, genau. Heimlich, still und leise schleichen wir uns jetzt hier irgendwo beim Schmied hin. Da muss irgendwo eine Kiste sein. Ich weiß nicht welche. Ne, es war doch nicht bei Joja Sender, oder? Da hinten, oder? Weil da ist ein Gebiet. Doch, da ist eine Kiste, aber das wird sie nicht sein. So, da liegt wieder Campbell rum. Mal gucken, wenn ich diese Seegurke habe und... Ja. Da wackelt er nur am Busch rum. Nein. Nein. Oder mal von der anderen Seite. Nein. Dann ist es das nicht, aber wir haben die Statue noch nicht. Das weiß ich ganz exakt. Es hat geheißen, irgendwo hinterm Schmied, aber da gibt es ja auch noch. Hier kommen wir ja auch nicht rein in das Abgedingste hier. Da ist auch nirgendwo ein Zaunloch, von daher. Hat er da irgendwo hinterm Haus, aber man sieht es halt nicht, ne? Oder in so einer Kiste, oder da steht noch eine Kiste. Hier, weil da kriegt man angeblich dann so eine Statue. Nö. Warte mal, vielleicht können wir es auch noch mal in der Notiz nachlesen. Ich weiß es nicht. Wenn du dies lesen kannst, ja, das haben wir schon. Geheimnis im dunklen Tunnel, das wissen wir auch. Es ist das. Ach, das war das Lustige. Dann hätten wir hier, das war die Schatzsuche-Karten hier. Das war auch eine Schatzsuche. Meerjungfrau-Show 15423. Das weiß ich noch nicht. Die hat es damals noch gar nicht gegeben bei mir. Da müssen wir jetzt auf nächstes Mal gucken. Ich habe etwas hinter dem Gemeinschaftscenter versteckt. Das haben wir schon gefunden. Okay. Schätze gibt es beim Schmied und beim Museum. Hä? Ach so, in den Mülltonnen. Was haben wir hier? Das war das Bild. Jemand wartet, das haben wir schon. Alex sieht für den Kaha. Hail Emily, lalalala. Eine Seite aus dem Tagbuch, für Eltern. Kaffee, Gurken, ja, Jane. Nee. Sonderbestellung der Kneipe zum Bürgermeister, Herbstfüller. Mani, Kürbiskuchen, scharf. Ach so. Penisschrift. Siehst du doch beim Bierbar. Okay. Aha. Eine Notiz von Maro, Questerfindung. Okay. Lea. Nee. Nee, ich kann mir das jetzt nicht genau zusammenreimen. Welche Notiz denn da gemeint ist? Das ist das mit dem Bürgermeister gewesen hier. Notiz 20, Haus. Aber da war ich tatsächlich schon überall. Bei den Orten hier. Dann müssen wir es mal anders machen. Ich mache hier mal das so, das Menü auf. Ich gehe mal ganz kurz hier gucken. Verlauf habe ich doch noch gespeichert, diese komische Statue. Die hat so ein komisches Nasending und so weiter. Ach, war in einem verlorenen Buch. Okay, ja, gut, ins Museum kommen wir jetzt nicht mehr. Also eine braune Box in dem eingezäunten Bereich hinter dem Schmied. Man muss das Loch im Zaun finden, um noch hineinzukommen. Okay. Aber da komme ich doch nicht rein. Im Zaun da hinten ist doch überhaupt kein Loch drin. Aber da ist da irgendwo ein Loch tatsächlich.
Ah! Und da ist die Truhe. Okay. Ah ja, Leute, ich habe mir da nie große Gedanken gemacht. Dann wären wir hier auch ab und zu mal reingekommen. Ha, ja. Da haben wir die komische Statue. Die HMTGF Statue. Jetzt mehr gibt's hier aber nicht. Fällen können wir auch nichts, oder? Nee. Die Bäume sind fix. Tja, hier ist noch was gewesen. Jetzt können wir uns mal das Journal angucken. 750 Gold. Jawohl. Es geht weiter. Ja gut, haben wir schon beim Museum geguckt in der Kiste. Also, da. Und beim Schmied haben wir auch nicht geguckt, ne? So, da war leider nichts. Die Statue können wir jetzt natürlich daheim aufstellen. So. Nö, Leute. Jetzt bin ich aber halt total aus dem Kapitel, ne? Jetzt haben wir schon 10er hier im Spiel. Und was wollen wir jetzt noch machen, groß? Da kann man eigentlich immer gar nicht mehr viel machen, ne? Das ist einfach blöd nach abends hier. Da kannst du noch ins Pub rein, aber ansonsten bringt dir das auch nicht viel. Mein, ich hätte ja gesagt, Prärie-König spielen, aber doch geht die Zeit nicht und das muss mir nicht. Das ist einfach das Blöde. Ich habe den eh noch nie durchgeschafft. Das wird auch so bleiben. Immer beim Endboss sozusagen, da versage ich immer kläglich. Das ist schlimm. So, was haben wir hier? Der Heilbutt, okay. Verkaufen, verkaufen. Die, ja, die Statue. Die können wir, glaube ich, geil verkaufen. So. Fisch und Fisch und eine Edelwicke. Du bist mit Zwicke, das ist eine Edelwicke. So. Naja, der war nicht gut. Ich sehe es ja schon ein. So, jetzt muss ich gleich mal noch was kontrollieren. Die Katze ist schon da. Da habe ich halt... Ach, die Fossilmuschel, da wollte ich noch vergeben. Die kommt auch noch in die Truhe rein. Die brauche ich nämlich nicht. Und die Blume kommt hier in die Kiste. Ja, es hat alles seinen Platz hier. Und die Statue will ich noch aufstellen. Können wir die auch die Veranda stellen? Geht es? Geht es? Nee. Nee. Schade. Ah doch, hier. Es sieht komisch aus. Wie so ein Thaddäus oder was hier. Ich weiß nicht. Ich mach sie nochmal weg hier. Ja, die stellen wir doch innen rein, falls die jemand klauen möchte. Ne? Ja, es gibt immer Leute, die können alles brauchen. Wo stellen wir das dann mal hin? Hier vielleicht noch. Ja, ja. Unsere Galeria hier. Ne? Unsere Ausstellung. So. Die ahnungslose kleine Katze. Ja, die schläft immer so süß hier. Und die Türen sind zu. Perfektometer. Tier sind alle. Ja, ihr braucht nicht zu mir gucken, wenn ihr schlaft. Wie sie alle rumfahren. So, ich gucke einfach nochmal über den Hof rüber, ob wir tatsächlich alle Tiere eingeschlossen haben. Aber das schaut ganz danach aus. Dann klappt der Mod. Was? Jetzt habe ich hier Käfer gelesen. Wie komme ich auf Käfer? So. Nochmal checken. Aha, Stein wurde hier recycelt. Dann, oh, nochmal 4 Mayonnaisen. Ja, das geht's ratzefatze mit 2 Maschinen hier. So. Ja, es ist echt wie bei Factorio. Mit mehr Maschinen kannst du mehr herstellen. Brauchst aber auch mehr Material, ne? Ja, ein Farm-Mod in der Factorio, ne? Stardew Valley-Mod. Ja, es gibt ja bei Bob and Angel schon Felder. Felderbau. Und ich weiß nicht, wofür ich den noch brauchen würde. Also wir werden da bestimmt noch, weil irgendwelche komischen Gase und so, das geht glaube ich nur wirklich auf diesen Feldanbau. Und für die Baumfarm möchte ich ja eventuell auch noch zum Beispiel Dünger erzeugen, ne? Damit die schneller Holz produzieren. Wir haben zwar jetzt noch ein Holzhaus da und so, aber ja, das ist auch
nicht so der Sache da, ja, das geht ja alles dann über Roboter. Aber jetzt unterhalte ich mich tatsächlich hier über Factorio in Stardew Valley. Das ist unglaublich, ey. Ach, der Weizen wäre sogar schon fertig. Der wäre erntereif. Naja, gut, der andere ist noch nicht reif. Aus dem Weizen können wir aber dann, meine ich, Bier brauen. Ja, das Bier mit dem Hängeglas. Oder halt Mehl. ZZZ, es wird spät. Ja, wir sollten mal wieder Weizenbier machen hier. Also. Wobei das eigentlich das andere, das längliche Glas sein müsste, das helle Bier. So, da können wir nochmal Fisch angeln, genau. Ich meine natürlich Pilze, aber für was tue ich die Pilze noch groß sammeln? Eigentlich wäre es jetzt da wieder, wenn wir da jetzt diese Fruchtfledermäuse drin hätten in der Höhle, ne? Ja, dadurch, dass wir jetzt eigentlich den Deep Wood haben hier und so weiter. Also hätte ich jetzt den Deeper Wood nicht den Mod, dann würde ich jetzt eigentlich sagen, ja, die Pilze, die kann ich hier ernten, immer noch in der Höhle, aber mittlerweile ist es eigentlich Schwachsinn, jetzt hierher zu gehen und ja, jetzt hier immer in die Höhle das zu holen, wenn ich es im Wald holen kann. So. Also, jetzt ist eigentlich alles getan für heute. Dann wird die Folge einfach jetzt mal kürzer. Und wenn wir jetzt nicht ständig irgendwie da Pilze holen, kann ich auch schon früher immer mal ans Bett hupfen, ne? Ja, der frühe Bauer. Naja, die sind halt noch spät wach hier und ernten noch und so in nachts hier auf den Feldern. Das ist teilweise krass, was das so abläuft. So, ja, ich möchte ins Bettal gehen. So, wie viel haben wir denn hier gemacht? Oh ja, 5756 Gold wird gespeichert. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal, euer Legolas. Tschüss.